Doch das Rasterfallen muss man vielleicht ein bisschen genauer definieren. Und ich würde jetzt mal unterscheiden zwischen Covid-Finanzierung und traditioneller Bankenfinanzierung. Sprechen wir mal über die Bankenfinanzierung zuerst. Hier durchs Rasterfallen bedeutet, eine typische Bank hat ein ratingbasiertes Kredit- oder Kreditvergabemodell. Und da falle ich dann durchs Raster, wenn ich nicht mehr die Minimum-Rating-Kriterien erfülle und jetzt in Bankensprache schlechter bin als ein Single B, dann bekomme ich kein Geld mehr. Einfacher ausgedrückt, wenn ich Verschuldungsgrade, Eigenkapital, Ausstattungsgrade nicht mehr erfülle, in Deutschland liegt es wahrscheinlich bei einem Net Debt EBITDA von ca. 3,5 bis 4 mal Net Debt EBITDA. Wenn ich darüber hinausgehe, also die Verschuldung größer wird, dann bekomme ich keinen Bankkredit mehr. Die Antwort also ist, solange ich innerhalb dieser Kriterien bin, bekomme ich nach wie vor gut Finanzierung. Natürlich, je besser ich innerhalb der Kriterien bin, umso einfacher. Die werden auch weiterhin finanziert. Wenn ich das nicht mehr schaffe, dann bin ich außerhalb des Bankensystems und muss dann alternative Wege finden, wie ich mich finanziere. Und da gibt es ja dann seit einiger Zeit jetzt die alternativen Finanzierer, die eben dann diese Lücke, die eben sukzessive in Deutschland entsteht, getrieben durch regulatorische Vorgaben, getrieben durch die geringen Eigenkapitalausstattungen der Banken, wo die alternativen Finanzierer diese Lücke auffüllen. Also um hier auch eine Lanze für die Banken zu brechen, es ist natürlich schon so, auch wenn ich einen KfW 100% gesicherten Kredit bekomme. Im Normalfall muss die Bank ja auch eine eigene Exposure nehmen von 10-20%. Aber nehmen wir mal an, es ist 100% KfW garantiert. Auch dann ist es so, es bleibt Fremdkapital, ist ein Kredit. Bedeutet, ich habe mehr Schulden auf dem Unternehmen, was wiederum heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die bestehenden Kredite zurückbezahlt werden können, die ist verwässert. Und dementsprechend bin ich natürlich als Bank in der Situation, wo ich sage, kann das Unternehmen überhaupt diese Schuldenlast tragen? Ja, nein. Und wenn nein, dann wird unter Umständen der Entscheid getroffen, dass man sagt, nein, das unterstützen wir nicht, diese Finanzierung. Und dann wird eben der Weg in die Restrukturierung und tatsächlich, wenn es hart auf hart kommt, in die Insolvenz gegangen. Ich glaube nicht, dass wir zu anderen Ergebnissen kommen. Ich glaube, die Kreditvergabe in Deutschland und die Beurteilung der Banken hat sehr gut funktioniert. Und ich glaube, auch unsere Fähigkeit, Kredite oder Unternehmen zu beurteilen, ist mindestens genauso gut. Also wir kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Aber wir sind dahingehend freier, da wir im Normalfall, und ich denke, das spreche ich nicht nur für uns, sondern für die meisten unserer Branche, unsere Fonds sind zu 100% Eigenkapital finanziert. Und ein typisches Bank-Balance-Sheet ist ein 90% geleveraged Vehicle. Was bedeutet, ich bin mal vereinfacht gerechnet, wenn ich 10% Ausfall auf einem Bank-Balance-Sheet habe, dann ist die Bank tatsächlich bei Null, dann ist sie definitiv bankrott. Wenn ein Fonds, der 100% Eigenkapital hat, einen 10% Ausfall hat, dann ist noch 90% des Geldes da. Was dann passiert, ich kann keine Dividenden mehr ausschütten. Wenn ich jetzt im Schnitt 5% pro Jahr verdiene, hätte ich 2 Jahre keine Dividenden, bis der Verlust repariert ist. Heißt, ein unleveraged, ein ungehebeltes Fondsprodukt ist eine viel resilientere Struktur im Verhältnis zu einer Bank. Und dementsprechend sind wir systemisch in der Lage, auch höhere Risiken einzugehen, die dann auf einer Portfoliosicht durchaus auch für einen Investor sehr, sehr viel Sinn machen und ein sehr resilientes Investitionsprodukt bieten. In der einzelnen Kreditentscheidung kommen wir zu keinen anderen Betrachtungen. Ich glaube, der Vorteil, den wir haben, ist, dass wir nicht nur eine ratingbasierte Kreditentscheidung treffen müssen, also eine Qualität der Cashflows beurteilen müssen, sondern wir können auch auf andere Elemente abstützen. Und das ist fast ein bisschen old-fashioned Banking, wie es die Landesbank und viele andere vor 20, 30, 40 Jahren gemacht haben. Was bedeutet Finanzierung gegen Sicherheiten? Und wenn es einem Unternehmen sehr schlecht geht und ich keine Cashflows mehr habe, keine verlässlichen Cashflows, dann kann ich immer noch eine Finanzierung aussprechen, wenn ich so viele Sicherheiten bekomme, dass im
Extremfall es ausreicht, um mein Nominal zurückzubezahlen. Also die Beurteilung des Geschäftsmodells, das ist, ich muss vielleicht ein bisschen einen Schritt zurückgehen und sagen, wie finanziere ich überhaupt? Und ich glaube, es gibt eine gewisse Korrelation zwischen finanziere ich Cashflow-basiert, was eine Bank macht, oder finanziere ich Sicherheiten, also Asset-basiert. Und je schwieriger die Situation wird, desto eher tendiert man eben hier Asset-based zu finanzieren und sagen, mich interessiert das Geschäftsmodell überhaupt nicht. Im Endeffekt, ich kann es auch gar nicht beurteilen, sondern das Unternehmen bekommt Geld gegen Sicherheit. Ich nehme die Receivables, das Warenlager, die Maschinen, die Anlagen, das Gebäude. Dann beurteile ich das. Wenn ich aber Cashflow-backed finanziere, was eine Bank macht, dann muss ich einen gewissen Glauben an das Geschäftsmodell entwickeln. Und das ist natürlich schwierig, weil das hat wirklich tatsächlich mit Glauben zu tun. Und es wird dann subjektiv. Und da hilft mir auch das allerbeste IDW 6 dann nichts. Ja? Wenn das Unternehmen keine Kunden mehr hat, das hat auch ein IDW 6 nicht vorhergesehen oder kann es auch nicht vorhersehen. Und von daher ist halt dann immer die Frage, wenn ich in einer Branche bin, die jetzt nicht mehr wirklich zukunftsgerichtet ist, stationärer Einzelhandel, dann die Bereiche, wo man nicht weiß, in welche Richtung gehen sie, Automobilzulieferer, das ist ein berühmter Bereich in Deutschland, dann ist die Frage, ja, kann man finanzieren, aber natürlich muss ich es dann anders bepreisen. Und dann wird es schlicht und einfach teurer. Also ich glaube, die Zeiten, wo der Automobilzulieferer bei seiner Hausbank für 1,5% seinen Kredit bekommen hat, die sind tatsächlich vorbei. Ja.